Wo kommen Sie her? Rumänien. Rumänien. Und wie lange wohnen Sie hier in diesem Hostel? Dieses Haus? Ja. Ich habe mit Dezember, ich habe 2 Jahre. 2 Jahre? Ja. Und haben Sie einen Mietvertrag? Ja. Ja. Und sind auch angemeldet? Angemeldet hier. Was sagen Sie denn zu den Zuständen hier? Ich habe es besser. Aber ich habe nur ein Problem mit Kindern und die Leute. Dann kein Problem. Gar kein Problem? Kein Problem. Auch, dass die so laut sind vielleicht manchmal? Ja, die laut. Ich viel. Ich komme hier, die Leute, und laut immer. Auch die Kinder, auch die Leute. Aber für mich, ich habe ein bisschen Arbeit mehr. Ja. Muss kommen die arbeiten und dann machen wir zu Hause. Ich sage an die Leute, bitte mach mal rein. Ich muss 10 Uhr rein machen. Und dann muss schlafen die Leute bis 10 Uhr maximum. Maximum. Aber die Leute nicht verstehen das. Die meisten arbeiten ja hier nicht, ne? Sie sind ja arbeiten. Aber viele hier arbeiten nicht. Ja, arbeiten. Aber ich weiß nicht, welcher Mann arbeiten oder welcher Mann nicht arbeiten. Aha. Ich nicht sagen, ich nicht fragen bei dich, hast du arbeiten oder nein? Weißt du, nicht nochmal so. Ich habe kein Interesse. Ich habe Interesse für mich, meine Wohnung hier bleiben, meine Arbeiten machen sauber und dann für meine Familie. Dann Rest kein Problem. Darf ich fragen, was Sie arbeiten? Ja, normal. Was? Ich normal arbeite. Was denn? Bei Baustelle. Ich muss machen die Reinigung. Oh. Wann machen fertig die Baustelle? Ich mache rein und dann machen alle Müll und wegmachen. Das ist schwere Arbeit. Ja. Ich habe bis aber morgen Abend bis 10 Uhr muss arbeiten. Ja. Warum wohnen Sie im Hostel und warum haben Sie keine Wohnung, wenn Sie dort arbeiten? Wann gucken eine vielleicht. Guck mal, das ist eine normale Wohnung, ja? Ja. Hier. Ich mache die. Schwenk mal um. Ich mache die Chef. Mit 3 Zimmer oder 4 Zimmer. Erste Mal sagen, ja, ich habe. Ich mache mal meine Papiere da. Wann gucken, ich bin Rumänisch. Abgelehnt. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht. Aber alles. Ich komme da Spandau. Ich habe 7 Monate bleiben bei Spandau. Und dann ich komme hier. Was sagen Sie denn zu den deutschen Nachbarn hier, dass die sich beschweren, weil die hier immer alle so laut sind? Sag mir mal. Die Nachbarn da drüben, ne? die beschweren sich alle, ja. Weil hier so laut ist immer nachts und Polizei oft kommt und so. Was sagen Sie denn dazu? Ich habe schon gesagt, auch für Chef, schon gesagt, dieses Problem muss machen eine Organisation. Aber die Leute verstehen mich sie, weißt du? Schon gemacht, ich habe 3 Tage oder 4 Tage hat er gemacht, ohne Luft, ohne sprechen viel und immer drin. Aber jetzt, ich weiß nicht warum, ich komme nochmal raus und läuft. Ich weiß, ich habe ein Problem mit dieser Wohnung, hier und die andere Seite. Ich weiß. Ich komme, die Polizei sprechen für mich und sagen, ich habe ein Problem hier. Angerufen, die Leute sprechen viel. Muss sprechen für ein bisschen so und machen eine Organisation zusammen. Ja. Nicht alleine. Ja. Mit Chef zusammen und eine Person mit hier, die Wohnung. Ja. Und diese Leute gesagt, ja, ich mache. Aber die anderen Leute, nicht funktionieren. Hat da funktionieren nur 4 Tage, 5 Tage funktionieren. Ohne Luft, viel, ohne sprechen viel. Ich komme andere Leute, ja, und vielleicht lassen die Zigarette oben und dann lassen dreckig hier. Aber ich alleine, ich habe keine Chance machen. Ja. Sie leiden auch. Ich danke Ihnen für das tolle Interview. Haben Sie sehr schön gemacht. Okay.